Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Vlog und zwar zum ersten Vlog 2024. Den Satz habe ich eigentlich vor ein paar Tagen schon mal gesagt, aber ich habe es auch schon bei Instagram geteilt. Ich hatte mal wieder einen kleinen Fail mit meiner Kamera. Ich weiß gar nicht, wie man es eventuell jetzt sehen kann oder auch nicht, aber ich filme gerade mit einer neuen Kamera. Ich habe mich dazu entschieden, eine neue zu kaufen, weil das mit der alten war nur noch eine Katastrophe. Ihr wisst ja, ich hatte diese kleine Vlogging-Cam, die Canon Legria Mini. Ich glaube, das war jetzt auch schon meine vierte ungefähr, die ich hatte tatsächlich. Ich liebe die einfach, weil überwiegend mache ich halt Vlogs und ich finde einfach, zu Vlogs gehört der Weitwinkel. Ich weiß, viele sehen das anders, aber wenn ich jetzt eine andere Kamera hätte, wo ich keinen Weitwinkel für die Vlogs hätte, dann würde ich mir meine eigenen Videos nicht anschauen und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Deswegen hatte ich die und ich habe die auch total geliebt, auch wenn es vielleicht nicht die allerbeste Qualität immer war, aber ja, ich hatte einfach total was übrig für die Kamera. Und wie gesagt, war das schon meine vierte, glaube ich, und die hat immer dasselbe Problem. Und zwar hat die so einen Bildschirm, den man hochklappen kann, damit man sich genauso wie zum Beispiel jetzt sehen kann, während man sich selber filmt oder, ne, man kann den halt in alle möglichen Richtungen machen. Der geht aber bei der Kamera, weil man den halt immer drehen kann, so schnell kaputt, dass ich halt so oft eine neue gekauft habe und die werden nicht mehr hergestellt, also habe ich immer eine gebrauchte gekauft. Blieb mir nichts anderes übrig. Schon vor Vlogmas hat der Bildschirm mich mal wieder im Stich gelassen und immer wenn ich den rumgedreht habe, ist der Bildschirm weiß geworden. Zwischenzeitlich hat es dann nochmal funktioniert und dann habe ich die Bildschirmeinstellung einfach so gelassen und habe geguckt, dass ich den so wenig wie möglich bewege. Aber ja, jetzt hat er mich im Stich gelassen, jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ich konnte das Willkommensvideo noch drehen und währenddessen ist der Bildschirm wieder weiß geworden und ich konnte schon wieder überhaupt nichts sehen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt reicht's. Canon hat halt eine neue Vlogging-Cam rausgebracht, mit der ich gerade filme. Das ist Canon, gut, dass ich so gut informiert bin. Ich glaube, die hieß nicht Canon Legria, sondern genau, PowerShot V10 irgendwas oder auf jeden Fall eine neue Vlogging-Cam. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es perfekt für mich, weil die hat auch einen Weitwinkel. Ich kann aber hier eine viel bessere Qualität einstellen. Ich habe einen Weißabgleich. Ich habe ganz viele Sachen, die diese alte Kamera nicht hatte. Und die habe ich mir jetzt bestellt. Und ich vlogge jetzt zum ersten Mal damit. Ich bin sehr happy. Sie sieht richtig cool aus. Aber bisher gefällt die mir gut. Die hat halt ein völlig anderes Design. Und sie hat halt auch einen Weitwinkel. Aber wie gesagt, eine viel bessere Qualität und ich kann halt auch so normalen Modus einstellen. Den konnte man bei der Legria auch einstellen, aber das war halt immer so, ja. Auf jeden Fall bin ich bisher auf jeden Fall schon sehr begeistert und ich freue mich. Ja, ich bin mal gespannt. Ich wollte jetzt ein bisschen vloggen. Wie gesagt, hatte ich halt schon gevloggt. Genau, das wollte ich noch sagen. Aber dadurch, dass der Bildschirm die ganze Zeit weiß war, habe ich gedacht, komm, vloggst du halt auf gut Glück. Und dann habe ich halt gesehen, ich habe im völlig falschen Format gefilmt und keine der einzigen Dateien, die ich gefilmt habe, kann man benutzen. Perfekt, würde ich sagen. Naja, ich bin jetzt happy auf jeden Fall mit meiner neuen Kamera und probiere die jetzt mal so gut es geht aus. Boah, ist das hell hier. Das ist genau so eine Sache, wenn das jetzt hier so hell ist. Ich kann jetzt auf den Bildschirm tippen und während ich filme, dunkler und heller machen. Das ist so cool. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich freue. Es ist super. Hoffentlich ist die richtig gut. So, ich stelle euch aber jetzt mal ganz kurz hier hin. Hi. Ich muss erst noch gucken, wie ich das alles mache, weil die ja auch jetzt ein bisschen anders aussieht. Und dann muss man gucken, wie macht man das und so. Das könnte noch ein bisschen dauern. Verzeiht mir auf jeden Fall. Ich gebe mir Mühe, die besten Einstellungen zu finden. Wir waren gerade eben in Gerolstein. Samstags ist ja immer der Tag, wo wir mit Jakobs Tante einkaufen fahren. Und wir hatten noch ein paar Sachen mitgebracht, weil ich hatte gestern beim Einkaufen total vergessen, die Sachen zu kaufen für heute zum Essen. Und wir haben auch noch Brötchen mitgebracht. Hier sind normale und Körnerbrötchen drin. Und wir haben auch noch ein paar Angebote, also ein paar Schnapper gemacht. Die wollte ich euch noch schnell zeigen. Wir brauchten für heute zum Essen auf jeden Fall einmal so ein Gyros. Und da habe ich jetzt dieses Mr. Chicken Döner genommen. Zwei Stück davon. Dann habe ich noch einmal Milchbrötchen mitgenommen. Die waren reduziert auf 1,39. Weil ich liebe Milchbrötchen. Dann habe ich mir noch 5 Minuten Terrinen mitgenommen. Ich finde die so geil und ich esse die viel zu selten. Die sind halt perfekt so für zwischendurch. Und da habe ich mir, weil die waren bei Hit für 88 Cent, zweimal Hühnernudeltopf mitgenommen. Jakob hat noch einmal Nudeln in dunkler Gulaschsoße für sich mitgenommen. Und ich habe noch Spaghetti in cremiger Schinkensoße eingepackt. Das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon länger nicht mehr irgendwie gesagt oder erwähnt. Jakobs Tante, die ist halt immer so super dankbar, dass wir mit ihr einkaufen fahren. Und deswegen will sie mal, dass wir uns irgendwie was aussuchen, so als kleines Dankeschön. Sie muss uns nichts geben, wir wollen auch nichts dafür. Aber dann suchen wir uns meistens irgendwie was aus. Und da haben wir uns diese Woche dieses reduzierte Mochi-Eis ausgesucht. Einmal Schoko für Jakob und einmal Vanille für mich. Dann haben wir noch für heute zum Essen einmal Pommes
und Hollandaise-Soße. Vielleicht wissen die ein oder anderen schon, was es gibt. Heute gibt es nämlich Pommes auch. So, dann haben wir noch ein paar Schnapper gemacht bei Lidl. Da war nämlich Jakobs Tante einkaufen. Wir haben zweimal Fleisch mitgenommen und einmal Salami. Die halten sich ja super lange, aber die waren im Angebot. Und dachte ich mir, dann hat man für die nächste Woche und so nämlich auch schon genug. Achso, und ich habe noch einmal Gouda mitgenommen für den Pommesauflauf zum Überbacken, weil der war im Angebot. Reduziert beim Hit habe ich einmal für 2,79 so eine Lasagne mitgenommen. Ich habe total Bock seit Wochen auf Lasagne und jetzt habe ich mir so eine kleine einfach mitgenommen. Im Angebot war auch so eine Fleischwurst, die haben wir noch eingepackt. Und dann passt das, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall super komisch hier mit der neuen Kamera, weil vom Design her, ich finde die super cool. Die sieht richtig geil aus. Also da haben sie auf jeden Fall was Gutes rausgeholt. Und ich schätze mal, weil es wird auch als Vlogging-Cam angepriesen, dass es halt wirklich der Nachfolger der Legria oder der Legria Mini X sein soll. Obwohl ich das schon so lange mache, Profi werde ich wohl sowieso nicht mehr. Aber das kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Jetzt räumen wir den Kram gleich mal eben weg. Und dann, was wollte ich denn jetzt noch? Genau, werde ich jetzt gleich mal schnell hochgehen und dann werde ich unsere Schwimmtasche packen. Denn wir haben vor, heute schwimmen zu fahren. Da freue ich mich drauf. Und dann müsste ich aber dann noch Schwimmsachen, Handtücher und so zusammenpacken. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Ich bin jetzt mal im Schlafzimmer. Ich habe mir unsere Tasche hier geschnappt. Die hatte ich mal bei einem Second-Hand-Shop in Amerika gekauft. Die ist eigentlich saupraktisch. Die haben wir am Rückflug als Handgepäck noch genommen. Und ich wollte jetzt unsere Schwimmsachen mal eben packen. Ich habe hier natürlich zwei große Handtücher. Eins, zwei. Dann zwei kleine, also so mittlere halt, für meine Haare. Dann nehme ich mir heute hier das mit. Das hatte ich auch schon länger nicht mehr an. Dieses Bikini-Oberteil hier. Dann Jakobs Badehose. Die haben wir mal bei C&A gekauft. Ich meine für 18 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Die ist so dunkelblau. Die ist eigentlich echt geil. Vor allen Dingen findet man da für Plus-Size-Männer halt auch super geile Sachen. Und dann noch so ein ganz normales weißes T-Shirt, weil Jakob gerne dann, wenn man so aus dem Wasser kommt, damit es auch nicht so kalt ist, noch ein T-Shirt anzieht. Frische Unterwäsche noch. Ich nehme da nämlich dann immer neue Socken und eine neue Ungeburts mit. So, das habe ich. Und dann muss ich jetzt noch Duschgel und so einpacken. Einmal Shampoo und Spülung. Duschgel. Du nimmst ja sowieso Duschgel für alles, so, ne? Ja. Okay. Deo? Ja. Welches denn? Kann ich gucken, ob das da noch was drin ist. Ja, den Rest kannst du dann aufbrauchen. Ich nehme auch meine Rest mit. Die können dann weg. Ich habe auch noch eine kleine Spülung. Ich nehme da meistens immer diese kleinen aus dieser Reiseabteilung bei DM. Oder wenn man die mal geschenkt kriegt oder weiß ich nicht was. Die sind eigentlich immer super praktisch dafür. Müllsack mit. Da kann ich dann die dreckige Unterwäsche drin tun. So. So, Tasche ist gepackt. Und jetzt wäre ich fast hier, ob die Würste nicht richtet. So, wir sind jetzt mittlerweile vom Schwimmen wieder zurück. Es war auf jeden Fall sehr schön. Wir waren in Bitburg mal wieder schwimmen. Ich glaube, zweites Mal. Das erste Mal Ja, stimmt, wo Vanessa und Tim ihre Badesachen vergessen haben und wir dann noch schnell zum Kick sind. Ich habe die nicht vergessen. Tim hat ja die Tasche einfach ins Gästezimmer. Stimmt, und der hat die mir noch gegeben. Ich habe die ins Gästezimmer getan, weil ich dachte, okay, das ist eure normale Tasche und dann, ja, gut. Auf jeden Fall war es sehr schön. Es war nur echt voll diesmal. Und ja, Tim hat gerade noch mal eine neue Kamera eingestellt. Der ist ja so Kameraprofi. Und ich dachte mir, ja, gib dir die mal, dann kann das auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Ich hoffe natürlich, das sehe ich ja dann erst danach. alles doof. Ja, wir essen auf jeden Fall jetzt gleich zusammen. Hier hinter mir kocht gerade das Gyros. Ich bin das am Anbraten. Und in der Heißluftfritteuse sind Pommes. Und ja, da kommt dann gleich noch Hollandaise und Käse dazu. Und dann können wir Pommesauflauf essen. Sau geil. Bin schon in der Auflaufform. Versuche natürlich die Küche nicht im Brand zu stecken hier. Ja, so wie Tim letztens, als es Burger gab und er dann, ich glaube, dreimal den Feuermelder hat losgehen lassen. Ich stand hier mit dem Ventilator und habe versucht, dass die ganze Luft rausgeht. Aber gut, war auf jeden Fall dann sehr kalt hier. Und sehr witzig. Die Männer, die sind gerade, keine Ahnung wo, draußen, keine Ahnung. Wer weiß, was die schon wieder tun? Du sollst eigentlich das Kind füttern und nicht dich.
die soll mich nicht füttern. Ja, wie? Das kann jetzt gar nicht sein. Ja, und dann essen wir gleich auf jeden Fall lecker. Sieht auf jeden Fall schon sehr geil aus. Im Hintergrund höre ich gerade schon die Heißluftfritteuse. Warum ist das eigentlich so leise? Warum piept das so laut? Kann man das einstellen? So lecker essen. Und die komischen da. Ne? Ich hoffe, es schmeckt. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ja. Jetzt hör auf zu meckern. Boah, du gehst gleich. Kann ich anmachen? Ja. Das ist hell, würde ich mal so sagen. Oh mein Gott. Wir haben eine neue Lampe. Beziehungsweise da kommt auch noch eine neue hin. Wir haben uns die gekauft, weil hier vor diese Leuchtstoffröhre, man sieht leider auch noch oben, wo die hing an der Decke. Und dann hatten wir das Problem mit dem Strom und die haben uns jetzt eine neue Leitung gelegt. Dann haben wir gesagt, wir holen uns jetzt zwei neue Lampen. Wir hatten hier nämlich so ein doofes Chaos. Die haben hier, wie gesagt, habe ich es erwähnt? Vielleicht in dem Vlog, der gar nicht online gehen konnte, weil die Dateien so doof waren. Ich weiß es nicht mehr. Wir hatten hier auf jeden Fall ein Problem und hier musste die Wand und auch die Decke teilweise aufgebrochen werden. Und die mussten eine komplett neue Stromleitung verlegen, weil hier auf der Seite, diese komplette Seite hier, auch wo der Kühlschrank steht und so, der hat keinen Strom mehr und auch kein Licht mehr funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wir kaufen uns jetzt direkt zwei neue Lampen. Die habe ich bei Amazon bestellt. Die kann ich euch gerne in der Infobox verlinken, falls ihr auch gerade auf der Suche seid. Die haben, als ich die bestellt habe, 7 € pro Stück gekostet. Und die sind halt jetzt nicht sonderlich groß, aber ich dachte, das ist LED. Sowieso immer am besten. Und da kann man nicht viel falsch machen. Und Jakob wollte die dann gerade mal dran machen, damit wir da jetzt endlich wieder Licht haben, weil hier hingen bis jetzt nur Glühbirnen. Die hatten uns zwar von dem Elektriker-Dingsbums diese Glühbirnen hier dagelassen, war auch super nett. Die behalten wir natürlich. Ist halt, wie gesagt, eine relativ kleine Lampe, aber ich finde, das reicht das ist total. Okay, ist genauso wie wenn das jetzt ein bisschen dunkler als mit der Birne jetzt die letzten Tage. Ja, die Birne, das ist aber auch eine riesige. Plus, ich finde, die Leuchtstoffröhre, die hat halt einfach so genervt und das ist halt auch so alt mit diesen Lampen, deswegen, ja. Das hier ist übrigens die Lampe, die zweite hier, die wollte ich jetzt auspacken, damit Jakob die dran machen kann. Wie gesagt, die habe ich bei Amazon gekauft, die haben 7 € gekostet und ich brauche da jetzt nicht super was Fancyes. Ich dachte einfach, weil der Elektriker auch sagte, LED wäre am besten, habe ich einfach mal geguckt und habe halt einfach die bestellt. Wie gesagt, sind die halt nicht sonderlich groß. Aber Hauptsache, da ist was Neues, es kokelt nicht mehr und ich muss da nicht nochmal eine neue Leitung irgendwie bekommen. Weil als ich gesehen habe, dass die Decke und die Wände aufgerissen werden, habe ich einen Herzinfarkt gekriegt. So sieht die aus. Also ich hole die mal aus dem Plastik hier raus. Das soll halt so eine Art Sternenhimmel sein. Hier innen drin sind halt, wie gesagt, so LEDs. Und ja, können wir dann jetzt da oben dran schrauben. Und dann hat sich das Thema mit den Lampen hoffentlich erledigt. Also, das war wirklich eine Nummer für sich. Plötzlich kein... Ja, ich hatte das gesehen, als die Elektriker die Lampe abhatten. Krass, ne? Aber da sieht man mal diese ganz alten Lampen. Und tatsächlich, also, wir sind halt, klar, LED... Ist gut, ist am besten. Aber ich bin ja jetzt trotzdem nicht, dass ich jetzt überall im Haus gehe und überall erstmal die Glühbirnen austausche. Und solange die funktionieren, ist das so, ne? Ja. Ist wohl ein bisschen doof gelaufen. Jakob hat mich gerade gerufen, die zweite Lampe ist dran, ob ich gerne mal gucken möchte. Dann machen wir das doch. Da hängt jetzt die zweite. Ich weiß nicht, inwieweit man das sehen kann. Ja, ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Da hing halt die alte und man sieht da drunter, wie... oh, jetzt war ein bisschen zu dunkel. Ja, wie das aussah. Das war auf jeden Fall die alte Lampe. Und ja, unten drunter sieht es auch nicht mehr ganz taufrig aus. Aber gut, die war sowieso nie so nach unserem Geschmack. Wir haben es halt immer dran gelassen, weil wir dachten, komm, dann ne, hängt halt, mein Gott. Hier muss auch noch die Steckdose und dieses Kabel gemacht werden. Das soll wohl auch noch gemacht werden. Aber ja, jetzt hängen hier erstmal neue Lampen, sodass wir wieder ordentlich Licht haben, sodass es hell ist. Weil ich finde, die sind echt schön hell, ne? Ja, die sind echt richtig hell. Also das gefällt mir auf jeden Fall gut. Aber mal sehen, vielleicht kann man ja da irgendwann mal was machen. Und hier war auf jeden Fall auch der alte Lichtschalter. Da soll wohl noch irgendwie so eine Abdeckung drüber. Und das hier ist jetzt der neue Lichtschalter. Plus, wir haben noch eine Steckdose dazu gekriegt. Ja, also... Selbst die alte Lampe war nur mit Schrauben fest, ne? Ja, auch nicht mit Dübeln.
Ja. Gut, die, das ist einfach nur so ein bisschen Plastik. Also die sind so leicht, da hätte auch eine Schraube nur gereicht. Bist du heute der Elektriker? Mhm. Super. Dann wollen wir noch oben, am besten oben. Im Schlafzimmer. Ich mach. Da hinten haben wir ja auch so eine LED-Leuchte. Wir machen die dahin, wo wir was am meisten benutzen. Flur brauchen wir ja nicht so oft. Also nö, da ist ja auch eine neue da, drin. Hier im Flur kommt eine rein. Von den LEDs? Ja. Sind das LEDs? Ja, ne? Ja, die benutzen wir schon sehr oft. Ja, das stimmt. Die nehmen wir eigentlich immer für, wie heißt es? Wenn wir halt hoch und runter gehen, ne? Soll ich mal testen? Das ist voll das geile Licht eigentlich, ne? Vielleicht kann der ein oder andere sich daran erinnern, ich habe euch während Vlogmas schon mal einen kleinen Sneak Peek von dieser Schönheit hier gegeben, und zwar von meiner neuen Küchenmaschine. Ich wollte einfach schon ewig so eine haben, weil ich die einfach so, so schön finde, und jetzt habe ich endlich eine. Das ist eine Küchenmaschine von Chefri, wie man hier schon lesen kann, und ich finde die total schön in diesem Rot. Ich finde, das ist irgendwie auch so die typisch perfekte Farbe für so eine Küchenmaschine, oder? Ich habe die jetzt schon ein paar Mal benutzt und bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe hier gedacht, ist der perfekte Platz, weil die da so schön aussieht, und dann kann man die immer sehen. Hier hinten gibt es einen Hebel, den kann man hochmachen, und dann seht ihr, ja, geht die Küchenmaschine nach oben. Hier könnt ihr dann zum Beispiel auch den Einsatz wechseln, der kommt mit 3 Einsätzen. Hier ist jetzt der Schneebesen, dann hat man hier noch so einen Rührhaken, und dann hat man auch noch eine dritte Variante, wo man natürlich auch noch was mit mixen kann zum Beispiel. Was ich auch ganz praktisch finde, es gibt noch einen Spritzschutz, den könnt ihr dann auch da drauf packen, damit nichts daneben geht, wenn ihr ein bisschen stärker rührt. Dann ist dabei noch diese wunderschöne Edelstahlschüssel. Die hat 7 Liter Fassungsvermögen, also ihr könnt damit wirklich eine ganze Menge Teig zum Beispiel verkneten oder ganz, ganz viel Pfannkuchenteig, Waffelteig, was auch immer herstellen. Das finde ich richtig cool. Was ich auch noch praktisch finde, unter der Küchenmaschine sind Saugnäpfe. Das heißt, die kann euch auch nicht wegrutschen, falls ihr jetzt mal ein bisschen schneller mixt. Und was ganz praktisch ist wegen dem Griff, ihr könnt die dann einfach hier rausnehmen, die Schüssel, und dann auch wieder einsetzen. Also das ist auf jeden Fall ohne Probleme möglich, und dann rastet die wieder ein und ist natürlich dann auch fest, während ihr die benutzt. Man kann alles in die Spülmaschine packen, alles ist spülmaschinenfest und natürlich auch rostfrei. Also da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Ich habe das jetzt schon super oft in der Spülmaschine gehabt und es ist noch nichts passiert. Ich habe die Küchenmaschine jetzt gerade mal kurz hier rüber gepackt, denn da habe ich eine Steckdose und kann euch mal ganz schnell die Funktionen zeigen. Was ich ganz geil finde, das kleine Ding hier ist ein Touchscreen. Ihr könnt die hier ganz einfach anmachen und habt dann verschiedene Funktionen. Hier könnt ihr Pause und Start machen, und hier könnt ihr zum Beispiel die Intensität, also die Stufe, einstellen. Das geht bis Stufe 10. Ihr könnt auf jeden Fall sehr, sehr viel und lang und auch sehr stark mixen. Und wenn man hier drauf drückt, dann tauscht man einmal, und hier oben könnt ihr sogar eine Zeit einstellen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wollen würdet, dass jetzt, ich mache jetzt einfach mal Stufe 4 und dann drückt ihr hier drauf, dann könnt ihr die Zeit einstellen. Ihr möchtet jetzt eine Minute auf Stufe 4 rühren, dann stellt ihr das ein, drückt auf Play und los geht's. Und wenn die Zeit dann abgelaufen ist, dann hört die automatisch auf. Könnt gucken, ob schon genug gerührt ist. Also das finde ich auf jeden Fall super, super praktisch. Denn dann kann das einfach rühren. Man muss nicht drauf aufpassen. Kann währenddessen sogar noch andere Dinge machen. Zum Beispiel, wenn man irgendeinen Teig macht. Man könnte währenddessen noch die Küche aufräumen. Und das Ding mixt einfach von ganz alleine und macht euch alles, was ihr wollt. Also das ist wirklich ein richtig, richtig geiles Feature, muss ich sagen. Und darüber bin ich sehr froh. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal genutzt. Ich habe zum Beispiel einen Kuchen gebacken für meine Oma. Und da habe ich auch eingestellt auf Stufe 5 zum Beispiel, dass der 3 Minuten mixt. Einfach zum Schluss nochmal, und das hat super gut geklappt. Dann hat es von alleine aufgehört und ich konnte dann den Teig weiterverarbeiten. Also richtig, richtig cool. Und ja, so seht ihr die nochmal. Ich finde es einfach richtig, richtig schön. Und ich werde euch den Link dazu natürlich in die Infobox setzen. Schaut da mal vorbei. Es gibt gerade von Amazon einen 50 Euro Rabattcode bzw. einen Coupon. Den könnt ihr aktivieren und habt direkt 50 Euro Rabatt auf die Küchenmaschine. Und ich finde, für diese Art Küchenmaschine ist der Preis auf jeden Fall total in Ordnung, total gerechtfertigt. Denn die Preis-Leistung ist da einfach top. Ihr kriegt Zubehör dabei, die Küchenmaschine, habt noch ein Touchscreen. Ich bin auf jeden Fall sehr happy. Und schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, was ich darin euch mal zeigen soll. Also schreibt mir vielleicht irgendwie Ideen, Rezepte, sonstiges in die Kommentare, und dann suche ich mir was raus, und beim nächsten Mal, ja, dann backen, mixen, kochen, was auch immer, wir irgendwas zusammen hier drin. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, ich habe mich jetzt mal an den Schreibtisch gesetzt und werde jetzt mal diesen Vlog hier schneiden.
Eigentlich hatte ich gar nicht geplant, heute noch ein bisschen zu vloggen, aber macht ja auch nichts, ne? Haben wir noch ein bisschen was mehr, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall noch total ungewohnt, mit dieser Kamera hier durch die Gegend zu laufen. Ich behandle die wie ein rohes Ei. Ich habe hier zum Glück auch so eine Abdeckung, so eine Kappe für die Linse. Das ist so bei so ganz teuren Sachen, das ist immer noch... Ich habe meinen Laptop jetzt schon 6 Jahre oder so und ich behandle das Ding immer noch wie ein rohes Ei und passe auf und mach und tu, weil ich so vorsichtig bin bei so Dingen, die so richtig teuer sind. Und die Kamera ist halt auch nicht einfach nur mal 10 Euro eben. Deswegen, ja, ist das auf jeden Fall noch ein bisschen komisch. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, weil die ja auch anders aussieht und eine andere Handhabung hat als meine alte, weil meine alte ist ja halt so und das ist ja was vollkommen anderes. Und... ja, da muss man auf jeden Fall erstmal ein bisschen reinkommen, aber bisher gefällt sie mir ganz gut. Sie hat das, was ich wollte und eigentlich komme ich da bisher auf jeden Fall ganz gut zurecht mit. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Gebt mir auf jeden Fall gerne Feedback zur Kamera. Also man sieht ja jetzt, wie ich so gefilmt habe und wie das Bild so aussieht. Das würde mich sehr freuen. Ich sehe es ja jetzt dann gleich auch zum ersten Mal. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr diesen Vlog seht. Und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss!